Moin Moin, willkommen zurück bei Ibe Gaming TV und Euro Truck Racing Simulator 2019, nein, ETS 2 und ja, es wird Zeit, dass wir endlich mal vorankommen. Daher habe ich gedacht, ich werde heute ein bisschen länger zocken und das dann auf 20 Minuten runterschneiden, wenn soweit nichts Interessantes passieren sollte. Natürlich werde ich sicherlich dutzende Mal wieder geblitzt, aber ich gebe mir Mühe diesmal. Ich gebe mir echt Mühe. Ich muss endlich mal geschildert machen. Ich weiß nicht, meinen eigenen Spielstand, okay, da bin ich Level 25 und habe 27.000 Kilometer auf Uhr. Es war für welche, die konstant ETS durchgespielt haben, eher lächerlich, aber ich spiele nicht ganz so häufig eigentlich. Daher ist das für mich ziemlich viel. Das ist auch halt wieder, ich glaube, der 20. Spielstand, den ich nur angefangen hatte. Daher kann man das nicht wirklich für voll nehmen. Naja. Naja, bevor ich es vergesse, natürlich wieder die Eigenwerbung, ne? Daumen, Abo, Instagram. Instagram läuft gerade auch richtig gut bei mir. Ne, wohl nicht. Instagram habe ich, glaube ich, fast mehr Follower als hier auf YouTube, komischerweise. Ziemlich faszinierend. Aber naja. Wenn nicht hier, dann eben da. Neuer Berufswunsch. Instagram-Model. Wobei meine Fotos kriegen echt mehr Likes, als ich erwartet habe. Auf jeden Fall auch mehr Likes als meine Videos. So hässlich kann ich ja gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist. Ich habe jetzt auch nichts mehr Haare auf Kopf. Sommerfrisur ist da. Ja, ich habe so miese Geheimratsecken, dass wenn ich längere Haare habe, das sieht man so extrem, dass mir hier vorne die Haare überall rausgegangen sind. Und ja, war ich beim Friseur ohne Haarwurzeltransplantation ständig viel zu machen. Auch mal so optisch jetzt. Daher kurzer Frisur. Ich hoffe, dass man da irgendwas mal draußen machen kann, aber keine Chance. Sind wir hier nicht innerorts? Warum darf ich hier 70 fahren? Geschwindigkeitsbegrenzung ist groß. Was ist da jetzt? Oh, verdammt. Ja, mache ich hier mal bei 4 Minuten einen kleinen Cut rein. Würde ich sagen, bis gleich. Na geil. Ja, was? Guckt euch das mal an. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Meine Fresse. So, da sind wir wieder. Mal kurz die Zeit aufschreiben. Taschentücher.
ich heute einfach zwei komplette Touren machen. In der nächsten möchte ich ja ganz gerne wieder zurück nach Deutschland und dann weiter Richtung Italien. Ich hoffe, dass wir da hinten das große Geld machen. Aber brauchen wir jetzt auch noch ein paar Level, damit wir uns endlich ein neues Töpfer kaufen können. Ich werde endlich auch mal den Skin, der für uns gemacht wurde, ausprobieren. Egal. Was macht eigentlich meine Musik? Die ist einfach nur leise. Jetzt hört man sie ein bisschen. Gerade so. Spannt mein Bildschirm gerade wieder an? Genau. Da sind wir auch schon. Zack. Fertig. Bin mal gespannt, ob man vernünftig Fall drauf machen. Folgeauftrag, bitte irgendwas nach Deutschland. Hannover. Sogar der beste Auftrag, der nach Hannover geht. Nach Schweden. Dänemark, Deutsch, Polen, Deutsch. Nehmen wir die Zuckerwürfel. Und machen uns da direkt auf den Weg. Müssen wir hier irgendwas noch erkunden? Nee. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Der Tour rausschneide. Ich denke mal, wir sind so 4 Minuten, 5 Minuten. Bei 10 Minuten ungefähr wären wir jetzt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir 10 Minuten die Tour schaffen. Müssen wir mal gucken, was ich rausschneide und was nicht. Ich rede einfach ganz normal weiter, als wenn ich alles aufnehme. Wobei, hier gibt es ja eigentlich nicht ganz so viel zu sammeln. Es ist eher die Ruhe auf der Straße genießen, wenn ich euch dann mal so rufen lasse.
habe den Tempomat wieder für mich entdeckt. Habe ich in letzter Zeit nicht wirklich viel benutzt. Ja, und wie gesagt, dann in der nächsten Folge möchte ich ganz gerne Richtung Rom nach unten. Mal schauen, wie das alles klappt. Durchmogeln, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Ich weiß jetzt gar nicht, das Navi berechnet, glaube ich, normale Zeit. Als wenn wir maximal nur 80 fahren würden. Wir sind ja hier mit dem Mod auf Maximalgeschwindigkeit 90 km/h. Also es könnte klappen, dass wir durchkommen. Auf einmal so voll. Mach nicht so. Warum?
Backen ab. Da bin ich mal gerade richtig gerutscht. Endspurt. Gleich sind wir da, parken wir ein. Holen unsere Kohle. Und XPs. Dann haben wir heute mal ein bisschen mehr geschafft, auf jeden Fall. Ja, warum rutsch ich denn? So vom Gefühl her war das eben echt, als wenn ich rutsche. Gerade wo ich eben die Abfahrt ein bisschen zu schnell runtergefahren bin, war das gerade wie auf Schmierseite. Trautes Heim, Glück allein. Hab's endlich geschafft wieder. In bekannten Gefilden. Zahl ab. Sauber. Mal gucken, ob wir gleich einen Anschluss annehmen können. Oh, das geht sogar schon ein bisschen in die Schweiz runter. Der bringt zwar nicht die Welt, aber wir sind fast in Italien. Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Speichern. Nicht vergessen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen und ein Abo da. Und Instagram folgen wäre auch mega nice. Wird natürlich wieder unten eingeblendet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.